An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen, Jungs. Heute Video 81 plus Doppel-Upgrades sind rausgekommen. Wir haben uns einfach mal gedacht, Chris, du ziehst so lange 81 plus Doppel-Upgrades, bis der erste Road to the Final auftaucht. Was da drin war, wie lange wir gebraucht haben, ob wir andere gerade gezogen haben, das seht ihr hier im Video. Plus, hinzu kommt nochmal das 10x83 plus Pack, das konnten wir ja craften. Das Prime Pack ist wieder am Start, also jede Menge Fun, Spaß und Spannung. Spiele, Spaß und Spannung, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr die schon in irgendeiner Art und Weise gemacht? Was hattet ihr drin? Wie lange habt ihr vielleicht gebraucht? Ich bin sehr gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Liebe geht raus an jeden Einzelnen, denn 50% der Leute. Du da draußen hast vielleicht den Kanal noch nicht abonniert. Das kannst du sehr gerne nachholen. Liebe geht raus. Jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Jetzt ist ja nicht so viel gekommen. Nichtsdestotrotz habe ich mir heute ein kleines Experiment mal wieder ausgedacht. Und zwar wollen wir halt unbedingt einen Road to the Finals ziehen. Und deswegen gibt es ja auch die zwei seltenen Goldspieler-Packs. Wir ziehen heute so viele, bis wir endlich einen ziehen. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Wir gehen rein immer mit 5er-Wetten. Abfahrt ist angesagt. Gucken wir mal, ob der ein oder andere Walkout kommt. Erster wird direkt mal ein Info-Walkout. Und das sieht mehr als gut aus. Das sind 87er Tavernier. Und den haben wir schon. Ich hoffe, dass wir den tradable haben. Sonst haben wir ein Problem. Sehr gut. Erster Walkout. Ich glaube, das Pack kostet, mal schauen, 7000 Münzen. Ein 84er bzw. 85er wäre schon pro Pack ganz geil. Ich gehe rein. Pack Nummer 3. Komm schon. Chill was sehen. Ich habe euch übrigens hier die 0 mit reingepackt. Da können wir dann immer das ganz schön dann erhöhen und sagen dann immer 5 und da haben wir halt dann genau die Anzahl, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber 81er Flarodimos und Mkhitaryan gehen definitiv besser. Komm schon. Nummer 4. Das wird ein Angelino werden, ein 83er Rating. Letztes Pack der Wette wird nochmal einer maximal 82er Spieler. 5 haben wir. Wir machen weiter. Let's go. Wir gehen mal rein in die ganze Sache. Pack Nummer 6 wird wieder 2 81er werden. Das ist genau das, was ich sehen wollte, Kappa. Aber es ist leer drin. Das heißt, es kann nur weiter gut weiterlaufen. Ja, sind wir ehrlich. Dann sind wir nämlich schon dann insgesamt bei 10. Aber mal gucken, ob wir dann wirklich die 10 brauchen. Innenverteidiger Carlos wahrscheinlich. Ne, Bremer, okay. 83er Rating. Ah, komm schon. Ah, mal gucken, ob wir überhaupt Walkouts hier rausziehen. Deswegen hofft man, dass sie jetzt können. Aber ihr seht das schon, das kann halt echt gut in die Hose gehen. Ich sage euch, wie es ist. Okay, letztes Pack. Da haben wir die nächsten 5 geschafft. Und da ist das Ding, Chat. Es ist durch. Es ist durch, Chat. Miranda, it's the road to the final im 10. Pack, Chat. Das ist ja nicht mehr normal. Da ist er schon. 10 Packs haben wir gebraucht. Kannst du keinem erzählen. Okay, damit habe ich nicht Geld. Klar, er ist halt mit der günstigsten, ne? 38k, aber hey, das Ding ist durch. Bedeutet, Chat, 10 Packs haben wir gebraucht. Ich werde natürlich jetzt noch ein paar weitere machen und zeige euch trotzdem noch, was so drin ist. Weil 10 Packs wollt ihr nicht so sehen. Ne, wir werden auf jeden Fall noch ein paar machen und dann werdet ihr das sehen, was da noch so drin ist. Vielleicht ziehen wir ja auch noch den zweiten. Ja, wir haben zwar unseren ersten schon gezogen nach 10 Packs. Das ging sehr, sehr schnell. Wir hoffen natürlich, dass wir den restlichen Liebe noch haben. Wir haben vielleicht noch so ungefähr 30 Werte. Vielleicht noch einen ziehen werden. Wir starten erstmal gut rein mit einem 84er und einem 83er. Das ist okay. Wir wollen halt Walkouts sehen. Ne? Gerade um den Bendetta nochmal abzuschließen. Würde ich halt echt es extrem fühlen, wenn wir hier den ein oder anderen Walkout nochmal rausholen werden. Aber mit dem 83er Fernando kommen wir da leider Gottes nicht ganz so weit. Wir hatten jetzt 10, 2 Walkouts. Vielleicht bleibt das auch so, dass wir pro 5 Runde jeweils nur einen Walkout ziehen. Wenn der Walkout ein Firmino ist, Jungs, habe ich persönlich aber, bin ich ehrlich, auch nicht wirklich was dagegen. Ja, also das wäre für mich fein. Den Philips würde ich auch sehr gerne mitnehmen, weil den würde ich gerne mal testen. Ne? Der war ja extinct bei 650k. Wäre auch so eine Karte, wo ich sage, den würde ich mit Kusshand mitnehmen. Weil wenn City wirklich weit kommt, könnte die Karte sehr, sehr böse werden. Letztes Pack und damit Pack Nummer 15 geht auf mit einem Walkout vielleicht noch. Es wird keiner, es wird der 85er Aspas. Kein Walkout in den letzten 5. Schade. So, die nächsten 5 stehen an. 16 bis 20. Info Walkout. Hoffentlich kein Savanier. Sü! Hä? Wo kommt. Was? Was? Cristiano Ronaldo! Hä, wie cool! Wo kommt der denn her? Das kam ja anders random. Na, der kostet halt nicht viel. Aber es ist Cristiano Ronaldo in Form. Wie geil! Hä, den spiele ich anders, Chat. Hä, wie geil! Okay, den nehmen wir mit, Chat. Den nehmen wir aber komplett mit. Wo kommt der denn her? Das, hä? Hä, ich bin gar nicht glücklich. Ich habe Ronaldo in Form gezogen. Klar, der spielt halt nicht in der Premier League oder so. Aber es ist halt immer noch Cristiano Ronaldo in Form. Ja, am besten wäre jetzt gewesen, ich hätte noch Messi gezogen. Hä? Wie geil. Ich dachte jetzt auch Guerrero. Ich war komplett auf Guerrero-Film. Komm schon. Viertes Pack. Savic nochmal. Hä?
Den werde ich für immer behalten, Chat. So 100% Männers. Der Talisca-Link, alle Oberrad-Link, der wird auf jeden Fall mal gespielt. Letztes Pack, da haben wir 20 geschafft. Cristiano Ronaldo und, ja, den guten alten Miranda haben wir noch. Und Stones. Alter, ey, ich bin gerade übelst happy. Keine Ahnung, ich weiß, dass er halt nicht mehr schon wirklich spielbar ist durch die Liga. Aber irgendwie fühle ich das mega. Hä, wie cool. Ich sag mal so, früher wären wir halt wirklich komplett eskaliert bei einem Ronaldo-Inform-Workout. Naja, jetzt mit Al-Nassr ist halt immer schwierig. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem sehr darüber, dass wir den haben. Weil ich glaube, sonst hätte ich mir den halt niemals gekauft. Jetzt habe ich ihn halt definitiv rumliegen und kann ihn halt definitiv auch mal verwenden, ne? Deswegen ist das halt echt cool. Komm, geh mal rein in die nächsten Packs. Wir sind immer noch auf der Jagd nach den nächsten Walkouts und vor allem More to the Finest, ne? Da haben wir ja auch erst eingezogen, ne? Nach 10 Packs übrigens. Und wir haben ja jetzt mittlerweile schon, das sind ja jetzt schon 11 bis 15, ne? Sozusagen nach dem ersten Road to the Final. Da kam ja auch jetzt nichts Großartiges. Zumindest was keine Inform-Workouts angeht. Komm schon, noch zwei haben wir. Gönne hier, ey. Nochmal einen. Einmal blau will ich auch gerne sehen. Bitte. Frankreich, Innenverteidiger, Raphael Varane. Auch okay. Dahinter noch ein Dani Olmo. Und letztes Pack für die Wette wieder. Leider Gottes kein Workout bis jetzt dabei gewesen. Ne? Vielleicht kommt das letzte. Beste kommt zum Schluss, Fragezeichen. Portugal, ZM, Ruben Neves, 83er. Leider nicht. So. Gut, weiter geht es. 13 haben wir noch. Wir werden insgesamt auf 15 kommen. Und wenn ich dann halt auch mal zwei nachkaufen muss, wenn wir 81er ziehen, können wir die auf jeden Fall noch nutzen. Ne? Wir wollen jetzt noch mal was sehen. Yay, komm schon. Ihr habt mir zwar nach 10 Packs den Miranda gegeben, ne? Aber es gibt ja noch einige mehr. Ne? Wie zum Beispiel den Martial, wie vielleicht auch einen Goretzka oder sonstiges. Also, wenn ihr wollt, ihr könnt auch mal. Ich bin ein Netter. Ich mache auch vieles für euch. Jetzt gehe ich jetzt unbedingt unter den Tisch, aber ich würde halt gerne einfach mal ein paar Walkouts sehen, weil das wäre schon mal überhaupt was. Aber das wird ja hier, keine Ahnung, eine 83er, 82er und 81er Party irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Also, ey, da geht mehr. Noch zwei haben wir für die Wette. Wieder kein Walkout drin. Bis jetzt. Und das wird ein Spanier ZM. Och, na, komm, wenigstens Luis Alberto. Okay, kein Carlos Soler, kein Fabian. Das ist okay. Aber noch ein 83er Radetzky. Die Party, die geht auf jeden Fall nicht in die High-Rated-Kategorie rein. Das sind wir mal ehrlich. Info-Workout haben wir nochmal. Kanada, Stürmer, das ist nochmal der 87er. David, das ist aber wirklich fein. Damit bin ich echt fein. Nuno Mendes dahinter. Schade. Aber damit bin ich fein. Gerade für SBCs immer ganz gut. Vorletzte Runde. Wir haben jetzt insgesamt noch 7. Wir werden noch 3 extra machen. Danach werden wir übrigens noch das 8x Premier League Spielerpack öffnen. Das 10x83 Plus Pack plus das Prime Gaming Pack. Ne? Das werden wir auch noch mitnehmen. Abfahrt ist angesagt. 5 Stück haben wir noch. Mal, da sind wir dann insgesamt bei, glaube ich, 35 und wir hoffen natürlich hier nochmal irgendwie auf Packluck mit dem zweiten Motto der Finalspieler. Das ist halt das, was vielleicht hier noch essentiell wichtig wird, dass wir vielleicht immer was Blaues sehen. Na, ja, Walkout-Chat. Hoch, hoch, hoch. Kimmich. 89er Kimmich ist absolut fein, Chat. Das ist absolut fein. Und den haben wir schon. Und den haben wir, glaube ich, auch schon tradable. Wir gehen den kurz in den Benjeda SPC ab. Gut, dann machen wir die letzten drei noch auf. Kimmich jetzt abgegeben. Vielleicht back-to-back noch einer. Ach, ja, hätte er klappen können. Ich will doch nur noch ein Road to the Final. Ich sage euch eins, ich habe bei dem 10x83 Plus Pack irgendwie auch absolut gar keine Hoffnung, dass wir da was ziehen. Vielleicht aus den Bear Picks aus dem Prime Pack. Da habe ich sogar ein bisschen mehr Hoffnung. Vielleicht Thielemans, Castells und King Kai Havertz. Damit sind wir beim letzten Pack der Wette angelangt. Da haben wir 35 bis jetzt geöffnet. Und da kommt nochmal raus ein guter alter 83er Pereira. Schade. So, gehen wir mal rein in das Pack von der täglichen SBC. Da gibt es 8 Premier League Spieler. 3 selten, 5 gewöhnlich. Manche haben daraus auch schon im Road to the Final gezogen. Ne? Wir allerdings wahrscheinlich eher nicht. Nein, es wird ein 83er Stones. Ich hätte gerne das. Hätte ich gern genommen, den Stones. Schade. Den Stones, den. In dem Road to the Final eher. Deswegen hoffen wir hier auf das Prime Gaming Pack. Komm schon. Prime Gaming Pack. Wir wollen coole Player Picks haben. Was jetzt erstmal kommt, ist egal. Die Player Picks, das sind das Entscheidende. Tadic, 84er Rating. Aber die zählen jetzt. Komm schon. Bitte, bitte. Road to the Final, yay. Yeah. Gönne. Okay, 85er Alba. Und. Gönne. 87er Robertson. Zwei Linksverteidiger ist trotzdem solide und bin ich mit zufrieden mit. Bevor wir in das Thema 83 Plus aber reingehen, machen wir noch die letzten auf. Nummer 36 bis 40. CR7 gezogen, das ist schon mal nice. Dazu einen Mondier, das ist auch ganz cool. Plus, wir haben Miranda gezogen nach 10. Ich weiß gar nicht, ob wir Mondier als Dings haben. Wir müssen den leider Gottes abstoßen, weil wir keine SPC mehr gefühlt haben.
wo wir den reinhauen können. Ah, ich hätte euer doch, ich hätte von dem Traoré den noch mitnehmen können, ne? Das 84er-Team, das hätte ich mit Monty machen können. Ah, das ist belastend. Gut, komm schon. Vielleicht jetzt trotzdem nochmal in irgendeiner Art und Weise den Road to the Final. Die letzten Packs, dann sonst muss das 10x83 plus regeln. Aber, ja, Hummels aber für uns tradable zum Glück gezogen, ne? Ah, komm schon, ihr noch ein Road to the Final. Bitte, ich bin netter. Ah, weiß ich jetzt nicht. Schwierig, schwierig. Stones, die haben auch schon mal gefühlt 200 Mal gezogen. Ne? Und Nummer 5 und damit Nummer 40 insgesamt. Ja, es bleibt dabei. Wir haben einen Road to the Final gezogen aus 40. Und das war der gute alte Miranda. CR7 gab es noch, den Kimmich, okay, ist in Ordnung, aber wir werden das ganze Ding jetzt abschließen, dieses Video, mit dem 10x83 Plus Pack. Wir haben gestern dazu ein Best-of gemacht, da waren sie manchmal okay, manchmal wirklich gut, aber ab und zu auch sehr, sehr bodenlos. Wir gehen rein in die ganze Sache, Abfahrt ist angesagt, Jungs, bitte lasst es nochmal blau werden. Nein, es wird... Jungs, wenn euch das ganze Video gefallen hat, hey, wir haben Ronaldo gezogen. Wir haben Ronaldo gezogen. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch natürlich, also ich wünsche euch das 10-mal bessere Pack, was ich hier gezogen habe. Lasst Liebe da. Kuss geht raus. Ich bin fürs Video raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.